Freunde, die Black Week steht vor der Tür und wie ihr euch optimal auf diesen Schnäppchentag der Sonderklasse vorbereiten könnt und welche Seiten ihr auf jeden Fall besuchen solltet, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich würde mal sagen, los geht's. Vom 22. bis zum 29.11. ist die Black Week. In dieser Woche gibt es bei uns in der westlichen Welt die größten Schnäppchen des ganzen Jahres. Und das ist natürlich optimal, vor allen Dingen, um auch Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Wenn ihr einen Laptop braucht, eine Kamera oder auch Kleidung, alles kann man jetzt eigentlich zu dieser Zeit richtig günstig besorgen. Es gibt eigentlich keinen Shop im Internet, der nicht zu dieser Zeit richtig krasse Sachen raushaut. Natürlich Amazon. Letztes Jahr hieß es noch Cyber Monday Week. Jetzt ist es auch die Black Week. Außerdem natürlich Saturn, Mediamarkt, Adidas, Ikea, eBay. Bevor ich jetzt auf die absoluten Highlights eingehe, wie zum Beispiel Amazon, gebe ich erstmal ein paar Tipps, wie ihr jetzt am besten vorbereitet seid, damit ihr wirklich kein Schnäppchen mehr verpassen könnt. Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Erstens, die meisten Shops wie Mediamarkt und Saturn besitzen einen Newsletter. Oft werden in diesen Newslettern dann Gutscheincodes verteilt. Nach der Black Week kann man den natürlich dann wieder abbestellen. Zweitens, Preistracker für Amazon verwenden, die euch direkt Bescheid geben, wenn euer Wunschprodukt auf Amazon verfügbar ist. Hier gibt es zum Beispiel Anbieter wie Dein Preisalarm. Drittens, natürlich die DealDoctor-App. Hier könnt ihr unseren Dealalarm nutzen, um direkt informiert zu werden, wenn euer Wunschprodukt im Angebot ist. Und das plattformübergreifend. Informiert euch vorher, wie viel das Produkt wirklich wert ist. Es gibt natürlich immer so ganz tolle Angebote, 40% weniger und so. Manchmal ist das Ganze auch eher Augenwischerei. Oft rabattieren die Händler dann auf den UVP. Das ist quasi der Preis, der ganz, ganz, ganz am Anfang ausgegeben wird, der aber meistens nach einigen Wochen schon wesentlich geringer ist. Und außerdem ganz, ganz wichtig, nicht jeder Anbieter geht wirklich vom 22. bis zum 29. quasi die komplette Woche. Manche machen auch nur 3 Tage oder 4 Tage. Einfach nochmal einzelnen gucken, wenn man jetzt zum Beispiel unbedingt was vom Mediamarkt haben will, wann haben die genau jetzt ihre Eventzeit, sage ich jetzt einfach mal. Gehen wir mal auf die wichtigsten Shops ein, was die so zu bieten haben dieses Jahr, beziehungsweise was letztes Jahr so geboten wurde. Mediamarkt und Saturn natürlich vor allen Dingen für Technik wichtig. Hier kann man gerade für sowas hier wie zum Beispiel den Nintendo Switch Ausschau halten. Sowas wird ganz interessant und natürlich auch Flagship-Handys. Ist übrigens auch interessant für Leute, die gerade an Staubsaugrobotern interessiert sind. Ist ja auch ein schönes Geschenk, zum Beispiel der iRobot. Schauen wir mal, was letztes Jahr Apple so gemacht hat. Hier wurden zum Beispiel hier App Store Geschenkkarten mit dazu geliefert, wenn man jetzt bestimmte Produkte gekauft hat, zum Beispiel beim iPhone 50 Euro, beim iPad 100 Euro. Bei Adidas werden traditionell Rabattcodes rausgehauen. Letztes Jahr zum Beispiel BF18, da gab es tatsächlich 30% Rabatt plus dann nochmal die Lieferkosten, die einem da erspart geblieben sind. Und auch sehr interessant, die IKEA Freudays, die gehen tatsächlich doppelt so lang wie die Black Week, und zwar vom 16.11. bis zum 1.12. Und natürlich das allerwichtigste, Amazon. Was haben die dieses Jahr für uns? Hier ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders als die letzten Jahre. Es gibt halt keinen Cyber Monday mehr, sondern jetzt halt die Black Week. Hier wird es vor allen Dingen 2 verschiedene Arten von Angeboten geben. Einmal die Blitzangebote, die werden zwischen 6 Uhr und 19.45 Uhr rausgehauen im 5-Minuten-Takt. Und dann gibt es nochmal neben den Blitzangeboten die Angebote des Tages. Die laufen theoretisch 24 Stunden, allerdings dann immer nur so lange der Vorrat reicht. Hier mal die Highlights von Amazon 2018. Zum Beispiel gab es hier 3 Monate Amazon Music Unlimited für 99 Cent, bis zu 40% auf Saug- und Wischroboter, bis zu 57% auf Samsung Smartphones. Ja, und zum Beispiel auch nochmal 55% auf Kühlschränke, Mikrowellen, Waschmaschinen, ist schon ziemlich heißer Scheiß. Wie jedes Jahr werden Amazons eigene Produkte besonders günstig angeboten. Derzeit zum Beispiel der Echo Dot mit Uhranzeige für 34,99 Euro oder der Show-Modus Ladedock für Fire HD 8 für 19,99 Euro. Wenn ihr an einem anderen Produkt interessiert seid, einfach etwas Geduld haben. Amazon wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch mehr raushauen. Für die Leute, die
die bei der Black Week auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben wollen, die gehen einmal hier unten in die Videobeschreibung oder hier aufs i. Hier haben wir nämlich die Black Week Event-Seite. Da kommen dann alle Sales zur Black Week rein und ihr bleibt immer informiert. Außerdem werden wir am 29.11. richtig durchstarten. Da werden wir nämlich einen Livestream machen, wo wir dann über die heißesten Deals des Tages berichten werden. Wer es nicht verpassen will, einfach diesen Kanal abonnieren und ich wünsche euch schon mal viel Spaß, viel Glück vor allen Dingen. Wir sehen uns demnächst. Hier ist ein richtig geiles Video für euch. Macht's gut und tschüsschen.